Servus, willkommen im Jahr 2022, unsere erste Folge heute und wir haben den Retro zu Besuch. Hi. Hi, grüß dich. Habe ich jetzt Retro gesagt? Ja. Habe ich gesagt, ne? Richtig. Gut, okay. Ja, ich habe vorhin gesagt, vielleicht der gesündeste, den wir jemals gefilmt haben, nur rein von Voraussetzungen her. Du bist recht sportlich, ne? Ja. Kann man so sagen. Also. Aber irgendwo muss ja ein Fehler im System sein, sonst wäre es nicht heute hier. Ja, wäre nicht hier. Ja. Erzähl mal, was kann ich für dich tun? Also ich habe seit 2019 schon meine Sprunggelenkschmerzen, die nie richtig gegangen sind. Okay. Das hat damals im September 2019 passiert, beim Fußballspielen, und die gingen nie richtig weg. Ich hab rechts oder links? Rechts. Mhm. Seitdem eigentlich so wie kein Training ohne Bandage oder Tape machen können. Oder ohne Schmerzen richtig. Zwischendurch ging es mal im Sommer. Aber das ist auch wieder schlimmer geworden vor der Winterpause jetzt. Mhm. Ja, das ist eigentlich mein Hauptproblem immer schon gewesen. Was ist da passiert? Bin umgeknickt. Ja. Aber es ist nie gerissen anscheinend. Also keine Außenbänder gerissen? Nein, nur überdehnt hieß es immer. Überdehnt, ja, okay. Hast du schon mal was von Syndesmose gehört? Ja. Und? War da was? Ja. Für euch kurze Erklärung. Unten, der Unterschenkel besteht einmal aus dem Schienbein und aus dem Wadenbein. Und dazwischen ist so ein fächerförmiges Band. Das ist die Syndesmose. Und wenn man unten umknickt, wenn der Fuß umknickt, dann manchmal gehen diese beiden Knochen etwas auseinander. Und dann reißt dieses Syndesmoseband. Kommt häufig vor, vor allem bei Sport. Also das wird ja wahrscheinlich ziemlich intensiv gewesen sein. Ja, ne? Du bist nach außen weggeknickt. Ja. Okay. Gut, dann Schmerz. Beschreib mir mal den Schmerz, den du jetzt heutzutage noch hast. Also ist das beim Anlaufen? Ist der nur zu bestimmten Situationen da? Ist der durchgängig? Nein, der ist nur, also entweder wenn ich einen Ball falsch treffe, zum Beispiel beim Schießen, oder wenn ich beim Richtungswechsel, kann das auch passieren. Ja, also bei starken Belastungen. Genau. Also ich kann normal joggen, geht immer, das tut eigentlich nie weh. Aha, okay. Und wenn du jetzt morgens aufstehst, dann merkst du es auch nicht. Nein. Können wir es jetzt hier irgendwie provozieren, den Schmerz? Wenn du jetzt mit Tor und einen Ball gibst. Linda, haben wir ein Tor und Ball? Nee, draußen steht nur eine Tischtennisplatte. Das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Ich weiß nicht, wenn du da ein bisschen in ein paar Richtungen drückst, kann man das vielleicht merken. Ja, ja, okay. Werden wir uns gleich mal angucken. Gut, so. Wir haben gesagt, du bist ja ein bisschen sportlicher. Wo spielst du? Jetzt in Steinhagen. Mhm, okay, gut. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir dich fit kriegen. Sonst noch irgendwas? Ich habe mich kurz vor Winterpause habe ich hier meinen Oberschenkel in Muskelfaserriss geholt. Ja. Aber die habe ich jetzt eigentlich ausgerührt, hoffentlich. Das ging auch hoch in die Leiste. Da hatte ich aber länger Probleme als gedacht mit. Also es hat länger gedauert. Und immer zwischendurch Rückenschmerzen. Ich bin nicht anfällig, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin anfälliger als andere für Verletzungen. Du hast das Gefühl, dass du anfälliger bist für Verletzungen? Auf jeden Fall. Als andere aus meiner Mannschaft zum Beispiel. Ja. Also so beim Verletzungsquartett wärst du ganz weit vorne. Ja, schon. Ja? Naja. Mhm. Rücken? Erzähl mal was über. Unterrücken. Also ja. Ich war ja zuletzt. Aber das ging auch wieder weg, aber weiß ich nicht. Das kam einfach von jetzt auf gleich. Unterrücken, unten links zum Beispiel war das. Da konnte ich auch mich gar nicht bewegen auf dem Platz. Aber okay. Das ist jetzt wieder, also jetzt durch die Winterpause ist auch wieder weggegangen. Ja. Kann wiederkommen. Weiß ich. Okay, gut. Nur rechts oder linkes Sprunggelenk? Rechts. Rechts. Okay, gut. Naja, komm, fangen wir an, oder? Haben wir, glaube ich, ein bisschen was zu untersuchen und auch zu behandeln. Insofern, lass uns die Zeit nutzen, okay? Ja. Gut. Gut. Leto, dann wollen wir mal von unten anfangen, uns das Ganze mal anzuschauen. Rechtes Sprunggelenk, linkes Sprunggelenk. Du lebst auf relativ großen Füße, ne? Ja. Haben wir vorhin schon festgestellt, 49, ne? Jo. 49. Wie groß bist du? 1,92, 1,93. Ja, okay, gut. Ich krieg ein bisschen nach innen, ne? Hattest du mal Einlagen? Ja. Das ist wahrscheinlich alles mögliche ausprobiert worden. Dann auch in den Fußballschuhen? Ja, aber weil ich so große Füße habe, ist das schwierig. Okay, der Schmerz, ist er dann genau hier? Auch, ja. Ist er hier außen? Auch. Ist er hier? Auch. Also
Es tut alle in alle Richtungen, wenn ich ehrlich bin. Okay, ist das ungefähr diese Höhe? Ja, würde ich schon sagen. Oder ist das ein bisschen tiefer? Ne, ein bisschen höher, da, ja. Da tut es mich auch manchmal weh. Da, so in der Richtung? Ja. Oh. Hm. Ja, also kompletter Gelenkspalt eigentlich. Mhm. So, jung, sportlich, dynamisch, aktiv. Ich möchte jetzt einmal, dass du deine Fersen abhebst, bitte. Also auf die Zehenspitzen stellen. Erst auf die Zehenspitzen stellen. Genau. Und gehen wir wieder runter. Und nochmal hoch. So. Okay, gehen wir wieder runter. Jetzt darfst du einmal vorne die Zehenspitzen anziehen. Also hinten auf die Fersen stellen. Zieh mal rechts an. Ja. Schwierig, was? Ja, okay, gut. Gut, locker lassen. So, was würdest du so generell so zu deinem Gleichgewichtsvermögen so sagen, Herr Fußballer? Ja, könnte besser sein. Könnte besser sein, ja. Was? Ein bisschen am Flattern. Also jetzt gerade hat sich auf die Fersen gestellt, das hat man gesehen, dass du dich schwer tust, deinen Fuß richtig anzuziehen. Wollen wir gleich mal einfach gucken, ob sich das im Liegen auch wieder reproduzieren lässt. Ja. Dann dreh dich mal einmal um, bitte. Lass mal einmal von hinten gucken. Ja, wir suchen jetzt natürlich nach Unterschieden zwischen rechts und links, vor allem was den verletzten Fuß angeht. Und jetzt einmal den Gelenkspalt nochmal ab. Denn häufig ist es so, umknicken hört sich immer so harmlos an, aber häufig bilden sich da wirklich auch richtig Knochen teilweise. Sind denn da sind doch bestimmt dann mal Aufnahmen gemacht worden, ne? Wann ist denn die letzte Aufnahme gemacht worden? Also ich war am MRT dieses Jahr eben. Also dieses Jahr noch? Ja. Und? Gab es da irgendeine Art von Befund? Nein. Nix? Nee. Alles unauffällig? Ja. Haha. Weil es war ein Verdacht auf, ich kann nicht mehr genau sagen, auf was der Verdacht war. Aber ein Verdacht? Ja. Das ist verdächtig. Der wurde nicht bestätigt. Bitte was? Der wurde aber nicht bestätigt halt durch das MRT. Aha, ach so, okay, gut. Mhm. Gut. Ja, also so fällt mir erstmal gar nichts mehr so viel auf, aber guck mal einfach mal in die Rückenlage. So, leg dich mal einmal bitte hier auf die Bank. So, zieh mal die Fußspitzen an, soweit wie es geht. Streng mal. Gut. Okay, rechts ein bisschen verlangsamt, lass nochmal locker. Nochmal anziehen. Ja, okay, besser. Streck mal weg bitte nach unten. Soweit wie es geht. Okay, gut. Lass mal locker, kriegst Krampf? Ja. Okay, gut. Nimm mal einmal die Sprunglänge, einmal die Füße so in die Mitte, so hochziehen. Mhm. Ja, rechts ein bisschen weniger. Okay, gut, lass mal locker. Einmal hier außen hoch. Ja, okay, ist gut. Keine riesigen Bewegungseinschränkungen. Ist aber schon so lange her, das ist das Komische. Naja, 2019 ist schon ein bisschen her, ne? Mittlerweile 3 Jahre ist natürlich schon echt eine Ansage. Bist du mit rechts mal, also bist du auch mit links mal umgeknickt? Bestimmt schon mal, aber nicht so gravierend. Hast du das gemerkt? Ja. Hast du gemerkt? Dieses ja. Da? Gemerkt? Ja, ja, ja. So, also Sprunglenk, das habe ich jetzt geöffnet. Ja, das hat es einmal so auseinandergezogen. Das kriegen wir hier nicht hin. Hast du hier ein Pflaster gehabt? Jo. Warum? Ja, von dem
beim Skill Forward ist. Ach, dann muss ich jetzt ein Tape, ein langes. Ja, okay. Kannst du ein Stückchen nach oben rutschen? Ja, bitte. Mhm. Ich hab den Kleber so gut es geht, versucht abzumachen. Ja, ja. Also. Zieh mal beide Fußspitzen an. Zieh an. Zieh, zieh. Ja, gut. Drück mich mal weg. Gut. Da ist Kraft auf jeden Fall vorhanden. Da spüre ich kaum Unterschied. Also, was ich ja bisher feststellen konnte, war auf jeden Fall, dass ich halt eben das obere Sprunglenken nicht, ne, dass ich es nicht einfach öffnen kann. Ja. Also das heißt, es ist schon vermehrt Kompression noch. Hattest du irgendwann mal links was am Knie oder an der Hüfte? Irgendwann mal? Stimmt. Du Verletzungssammler. Ja. Aber jetzt, also. Kann ich jetzt nicht genau. Aber jetzt nichts schwerwiegendes, ja, wie eine OP oder ja, so. Ja, das hab ich sowieso noch nie. Was ja. Aha. Ja, ist immer schön, wenn man einen Schmerz provozieren kann, aber. Komm, drück mal richtig gegen. Halten. Tschüss, wir gehen dann mal. Wie ist das? Geht, alles gut. Kein Schmerz. Okay. Zieh nochmal an. Zieh. Ja, gut. Meine Güte. Da war ein Muskelfaser, was? Ja. Komm nochmal. Alter! Gut. Was ist das denn hier? Guck mal, da war ein Muskelfaser. Zieh! Angeber! Okay. Sportler. Nun gut. Okay. Schmerz können wir jetzt nicht provozieren heute. Dementsprechend nehme ich halt erstmal auf, was ich gefunden habe. Und das ist halt einfach eine stärkere Kompression im oberen Sprunggelenk halt. Ne? Da werden ja wahrscheinlich schon einige Physios dran gearbeitet haben. Ne? Auf jeden Fall. Nehme ich mal an. So wie du unterwegs bist, muss ich jetzt einfach mal schauen, dass ich das obere Sprunggelenk richtig schön geöffnet bekomme. Nur weil viele dran gearbeitet haben, heißt es ja nicht, dass schon mal jemand dran gearbeitet hat, so wie ich. Und so die zur Dehnung, Reto? Bitte. Dehnung, kennst du? Ja, klar. Okay, machst du viel? Wadendehnung? Ja, ich sollte vielleicht ein bisschen mehr machen. Ja, also ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Also sagen wir es mal so, wenn ich jetzt, wie wir gesehen haben, du hast eine sehr ausgeprägte Oberschenkelmuskulatur. Deine Waden sind auch nicht gerade ohne. Und wenn ich dir jetzt Kompression hier aus dem Sprunggelenk nehme, du aber danach dich nicht ordentlichst dehnst und das regelmäßig, dann wird durch die Belastung, die du... Wie häufig hast du jetzt Training? Oh, sorry. War das eine Zahl? Ah, nee. 1, 10. 3. 3. Dreimal plus Spiel. Dreimal plus Spiel, also viermal die Woche. Ja. Das ist einiges, ne? Das ist schon einiges. Aber mehr. Aber, ja, okay, gut. Ich mache mir da nochmal Gedanken drüber. Also, was ich auf jeden Fall merke, ist, dass das für dich hier schwer auszuhalten ist, ne? Mhm. Das ist schon sehr grenzwertig bis... Okay. Was geschützt gleich. Jo, und ich habe gerade erst angefangen. Perfekt. Naja. Gut, dass wir nicht mit deinem Rücken angefangen haben. Okay, gut. Warte mal, atme mal durch. So, natürlich ne, ist das, sind das ja Stellen, die bei dir extrem stark beansprucht werden. Ja.
Wir vergleichen mal einmal. Weil hier wird es bestimmt auch nicht angenehm. Nee, glaube ich auch nicht. Ne? Auch wenn du das quasi die bessere Seite ist. Das war beiden schmerzhaft, aber rechts halt schlimmer. Ist ein Unterschied, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ist der Fuß hier bandagiert worden, Anna? Ich hab den. Das Problem ist, dass ich, als das frisch war, ich vor jedem Training Tape bekommen habe. Dass das so gesagt stabilisiert hat, das konnte gar nicht umknicken. So. Ja. Ich glaube, das war ein Fehler, weil der Fuß nicht richtig ausgerührt hat und sich daran gewöhnt hat, dass es immer getaped wurde. Ja. Dann konnte ich nicht mehr ohne. Das ist immer so das Schwierige halt, ne? Das ist halt immer, gerade wo ich euch Sportlern geht es halt immer wieder um schnelle Einsatzzeiten. Und diese Tapes, die geben unglaublich viel Stabilität. Ja. Aber die geben natürlich auch viel Druck. Ja. Ich hätte so gemacht, dass ich beim Training eine Bandage getragen habe, gerade auf Kunstrasen, weil das immer sehr hart war. Habt ihr viel auf Kunstrasen da trainiert? Also jetzt in letzter Zeit haben wir im Sommer auf Rasen gespielt und dann im jetzt so Richtung Winter eher auf Kunstrasen. Auf Kunstrasen ist halt, merke ich halt, dass mein Fuß viel mehr beansprucht, weil das halt härter ist. Und dann habe ich halt da mit Bandage trainiert und am Wochenende habe ich mit Tape gespielt. Also mit richtigem Tape, mit Leukotape. Und mit richtig, fest, ne? Mit Tape, ja. Naja, klar. Das ist ja bei Kunstrasen, da federt nun mal gar nichts von unten mehr. Ne? Ja. Dann hast du dann quasi, ne, jetzt, wenn wir das mal überspitzt sehen wollen, deine obere Sprunglänge auf der linken Seite hat quasi so viel Platz, auf der rechten Seite so viel. Ne? Ja. Und dann kommt Druck drauf und da tut sich hier einfach nicht viel. Sorry, dass ich hab die ganze Zeit sorry im Kopf. Das ist. Ich nehme an, dass, so bist du aber anscheinend noch nicht behandelt worden, weil sonst. So, was ich auch mal hatte, das war auch wirklich schmerzhaft, war mit so Druckwellen. Mit was? Mit so einer Pistole, mit so Druckwellen, hieß das, glaube ich. Stoßwellen. Stoßwellen, genau. Damit. Stoßwellen hast du gekriegt. Ja, da machen wir es auch besser. Aha. Stoßwellen sind dafür da eben. Mit Stoßwellen macht man eigentlich Dinge kaputt. Naja, also bewusst kaputt. wie zum Beispiel halt beim Fersensporn, ne? Mhm. Aber schon mal gehört? Fersensporn? Ja, gehört, also wenn du so Knochenproliferation, also so Knochen. Das meinte ich vorhin, bei so Umknickgeschichten häufig bildet sich da Knochen mehr. Ich sehe aber bei dir nichts. Ja. Ne? Aber da werden die wahrscheinlich die Stoßwelle auch direkt hier Kniegelenkspalt gemacht haben, ne? Ja, das ist auch recht schmerzhaft, aber nicht so ruhig. Das ist jetzt was, das ist schlimmer, was du da machst. Ja, also, wenn ihr euch jetzt fragt, was macht der Typ denn da? Ich gehe hier durch die Strukturen. Um halt eben hier, Gelenkspalt, hier mehr Beweglichkeit reinzukriegen. Weil wir wollen ja Kompression rausnehmen. Wir wissen, Richtungswechsel und Schuss. Das sind beides die Situationen beim Fußball, wo mit Abstand am meisten beansprucht, das heißt auch Druck aufs Gelenk kommt. Wann habt ihr jetzt gerade Winterpause? Wenn jetzt wieder angefangen diese Woche. Ha. Hast du morgen Training? Theoretisch, aber ich weiß nicht, dass ich es nicht. Genau, richtig. Das wird wohl morgen erstmal nichts. Das ist bitte was? Das ist besser. Das ist auch. Hier unten bin ich ja die ganze Zeit direkt am Knochen halt. Ne? Das ist nicht so geil. Obwohl, machst du mal härter, ne? Jetzt? Nö, ich komm tiefer.
Also häufig sind die gelenkbeteiligten Strukturen halt irgendwie eingeschränkt und so weiter, ne, dass du funktionelle Einschränkungen hast. Hast du aber nicht. Also du hast ja auch gesagt, Joggen oder so ist auch kein Seitenunterschied. Mal, ne? Ja. Nur bei den Extrembelastungen. Ich habe noch gemerkt, dass es halt auch so ein bisschen in meinem Kopf war. Ich habe mich ja gar nicht mehr getraut, ohne Tape zu spielen oder ohne... Natürlich. Das ist ja immer der Krux. Du brauchst am Anfang Sicherheit. Ja. Das tat wahrscheinlich schweineweh, als du umgeknickt bist, oder? Ja, ja. Ich mag diesen Ausdruck deswegen auch umknicken nicht. Das hört sich immer so harmlos an. Ach, ich bin mal umgeknickt. Das sind Schmerzen. So extrem. Also jeder, der mal Sport gemacht hat und richtig umgeknickt ist, der weiß, wovon wir sprechen. Und da kann halt immer viel kaputt gehen. So, Reto, kurze Verschnaufspause, Schluck Wasser, okay? Ja. So, das sieht jetzt so ein bisschen so aus, als ob ich dir ein rotes Armband hier um den Gelenkspalt gelegt habe, weil ich da halt jetzt einfach mit meinen Daumen halt viel gearbeitet habe. Und was besonders auffällt, ist hier dieser Punkt hier vorne. Da, der ist noch röter als alle anderen. Jetzt aber, das soll reichen, was die Bearbeitung des Gelenkspaltes angeht. Jetzt bringen wir das Ganze mal in Bewegung. Links, ne? Das Schmatzen gehabt, rechts gar nicht. Überhaupt nicht zu öffnen. Wollen wir mal gucken, ob wir das jetzt hinkriegen. Dafür tun wir einen Gefallen. Rutsch mal nach oben. Und dann kannst du dich aufsetzen. Weil du bist so lang, sonst klappt das nicht. Nein. Genau. Noch ein Stückchen weiter. Ja, genau. So, gut. So, jetzt nehme ich als allererstes erstmal ein kleines Hilfsmittel, hier das Feederboard, und bringe damit dein oberes, aber auch das untere Sprunggelenk erstmal ein bisschen in Bewegung. Das knallt einfach nur. Das ist zur Abwechslung, das tut für dich überhaupt nicht weh. Ja? Nun, ist nur ein bisschen laut. So, ich nehme jetzt gehe genau auf deinen Gelenkspalt. Unterschiedliche Richtung, so ein bisschen leicht Rotation rein. Tut das weh für dich? Nein, also ganz, ganz leicht. Da wo du halt, weil du halt hier, ja, genau. Da wo ich. Ja. Ja. So, bei dir. Gut. So. Und das Sprunggelenk nehme ich auch einmal mit. Gut. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir allein dadurch jetzt schon mal ein bisschen mehr Bewegung reinkriegen. Weil das ist mein oberstes Ziel, Leute. Ne? Das passt halt einfach dazu, zu viel Kompression. Also müssen wir Kompression wegkriegen, wir müssen das Ganze öffnen, damit du mehr Spiel hast und nicht mehr bei diesen groben Belastungssituationen dann Schmerz reinkriegst. Damit wir es auch gleich haben, jetzt leg dich bitte einfach nochmal hin, jetzt kannst du wieder überhängen lassen. So, hatte ich glaube ich vorhin genau, so ein bisschen halte ich da nochmal fest. Und jetzt gucke ich einfach nur mal genau das gleiche, auch wieder ziehen.
Kein Schmatzen. Nö. Merke noch gar nichts. Kein Öffnen des Gelenks, nichts. Stückchen hochrutschen. Dann brauchen wir jetzt mal ein bisschen mehr Power. Wobei? Einsetzen. Was? Wobei? Beim Öffnen. Achso. Ich werde jetzt hier einen bestimmten Fußwurzelknochen nehmen und den, ich werde den nehmen und hier einen kleinen schnellen Ruck einfach ausüben. Du legst dich bitte wieder auf den Rücken, hält sich da an der Seite nochmal fest. Obwohl, tut mir gefallen, halte dich mal oben am Kopf. Der, ja, genau. Dass du dich da so ein bisschen verlierst. Ja, einfach festhalten, ja. Dass ich dich hier, ne, dass du mir ein Widerlager oben gibst. Oben gemerkt? Ja, ein bisschen. Hier oben gemerkt? Also gemerkt nicht. Also gut, nicht gemerkt. Ja. Wichtig ist jetzt, halte ich nochmal oben fest, versuch mal deinen Oberschenkel hier ganz locker zu lassen. Ja, jetzt habe ich kurz in den Bildern. Warte. So, da einfach nochmal. Genau. Dich festhalten, aber hier locker lassen, ja. Okay? Ja. Gut. Okay, und los geht's. Also, da merkt man halt die 3 Jahre. Es ist wirklich, wirklich hammer, hammer, hammer fest. Hammer fest das Sprunggelenk. So, ich mache jetzt erstmal nur nochmal einmal den Versuch des Öffnens, das ist keine Mobilisation, einfach nur, dass ich gemerkt? Jo, was sagen wir aber. Ja. Gemerkt? Ja. So, so viel dazu. Keine, dieses Kapselgeräusch ist immer dieses Knacken. Wenn man was mobilisiert, hatten wir mal so gar nicht. Echt sehr, sehr, sehr fest in der Struktur. Aber deswegen sind diese Vor- und Nachtests immer so wichtig, das auch beurteilen zu können, was hat sich jetzt getan. Ja. Und ich konnte jetzt gerade, genau wie vorher, genau im gleichen Zug und dann hat es diese Gegebenheit. Ne? Ja, ja. Kurz raus und wieder rein in das Gelenk. Durch einen relativ leichten Zug. Was vorher nicht machbar war, auf der linken Seite schon, hier nicht. Das haben wir. Das heißt, das Sprunggelenk hat jetzt weniger Kompression. In diesem Moment. Jetzt ist es natürlich die, die Aufgabe, das auch so zu halten. Da müssen wir später noch drüber quatschen, ja. Was du dann zu tun hast. Okay? Ja. Wo du jetzt gerade schon so, der Fuß hat es geschafft. Der darf sich jetzt wieder entröten. Der ist schon mal fertig, soweit. Ganz kurz nur, ich möchte einmal kurz den Oberschenkel, einfach nur einmal kurz abgehen, um mir da ein Bild. Du meintest ja, dass das eigentlich soweit eigentlich ausgeheilt ist. Ne? Ja, also es hieß, es ist entweder, die wussten nicht ganz genau, ob es ein ganz kleiner Muskelfaser ist oder eine sehr, sehr starke Zerrung. Okay. Also es hat jetzt einmal komplett durchgezogen, von hier rüber bis ganz nach oben. Bis dann, ganz nach oben, also von hier in Knie? Ja, bis oben bis zur Leiste gezogen, nach dem Schuss. Ja, okay. Das war relativ, ja. Versuchen wir mal zusammen, bevor ich hier die ganze Zeit suche. Unangenehm? Ein bisschen. War das ungefähr dieser Verlauf? Also wenn ich hier entlang gehe? Ja. Ungefähr schon? Ja. Okay. Ich würde sagen, wir haben den Fuß gerade gelöst. Wir gucken uns das gleich noch mal ein bisschen genauer an. Jetzt gibt es noch mal einen kleinen Schluck Wasser erstmal. Ja, das ist nicht so schön. So, da sind wir wieder.
Also, hier durch. Ich gucke mir jetzt gerade mal den Verlauf hier an, gucke halt einfach. Wir müssen überlegen. Du hast sie halt. Also es ist, jetzt mal nicht missverstehen, ne? Aber es ist einer der schönsten Oberschenkel, die ich jemals gesehen habe. Sowas Definiertes, aber es ist natürlich auch Power drin, ne? Dann hast du dann mal in so einem Segment, wo Power ist, hast du dann im Muskel eine Verletzung. Macht sich das auch längere Zeit meistens bemerkbar. Und da ist natürlich auch viel Spannung drin. Vor allem, wenn es hier nach oben geht. Ne? Für mich ist es aber jetzt wichtig, und ihr seht, glaube ich, den Verlauf eigentlich auch schon ganz gut, ob ich hier, das ist muskulär, faszialer Verlauf, ne? Das ist nicht nur muskulär, ob ich da noch Verletzungen der Muskulatur, machen sich immer so bemerkbar, dass die Kontinuität des Gleitens nicht gegeben ist. Das heißt, ich bleibe irgendwo stehen und spüre, ah, okay, da war die Verletzung. Und das habe ich hier eigentlich nicht. Ich komme hier bisher gut durch. Ich gehe jetzt ein bisschen oberhalb, ein bisschen unterhalb. Den Bereich hier oben ist so, so empfindlich. Wann hast du das letzte Mal hier was gespürt? Mitte Dezember. Naja, okay. Danach also, hab ich nicht mehr gespielt. Hahaha, okay. Nö, ich finde da jetzt eigentlich nichts mehr. Also, dass da jetzt Spannungen vorhanden sind, ist ganz klar. Ja. Wo ich aber jetzt schon dabei bin und bei euch ja nun mal die Saison auch wieder losgeht, gehe ich jetzt noch mal einmal kurz. Dauert eine Minute, geht ganz schnell. Ich habe mal ein Praktikum bei einem Profifußballverein gemacht. Ja. Da wollte ich mich so richtig ins Zeug legen. Ne? Erste Behandlung. Nach dem Training schön Beine auflockern. Der Spieler kam am nächsten Tag an, etwas bei mir beschwert, weil er überall eine Haarwurzelentzündung hatte. Da hatte ich ein bisschen zu viel Druck und ein bisschen zu wenig Lotion. Oh. Ja, jetzt nicht der beste Einstieg, aber danach war ich bekannt auf jeden Fall. Oh. Und das Gute, warum ich darauf komme, ist, du hast hier so eine schöne Schneise, wo keine Haare sind. Perfekt. Ja, mega. Nicht mal rasiert. Guck. Hat die Natur doch mal gut gemeint mit dir. Zumindest was die Behandlung hier angeht. Ha? Ha? Oh, geht. Oh. So, das soll auch erstmal reichen. Wir haben ja noch eine Baustelle, ne? Den Rücken. Ob der jetzt momentan, ist ja keine akute Baustelle. Gott sei Dank. Aber angucken möchte ich mir schon. Ja. Ist das nicht eine schöne anatomische Zeichnung hier? Herrlich. Ich könnte auch Künstler werden manchmal, ne? Ja. Toll. Toll. Finde ich gut. Okay. Gut. So. Also, Beine. Hammer. Sprunggelenk geöffnet. Hier nochmal mehr getestet als behandelt, einfach nochmal kurz durchgegangen, wirklich keine großen Auffälligkeiten gefunden. Dann tun wir mal einen Gefallen und setze ich mal hier hin, Beine da raus. Das T-Shirt kannst du einmal ausziehen, kannst du da hinten hinschmeißen. Dann gucken wir mal, ob wir in deinem Rücken noch was finden. Okay, rutsch mal so zurück, dass beide Kniekehlen genau gleichmäßig an der Bankkante sind. Okay, gut. Große Menschen, hast du auch häufig das Gefühl, dass du einen Kopf stößt in der Tür? Hä? Ich bin dann gewöhnt, also ich bin noch nie gestoßen tatsächlich. Aber kann ich auch eigentlich gar nicht. Größer als du? Nee, mach dir keine Hoffnung. Also,
tut weh. Hier? Ne, links. Hier? Ja. Aha, die Streckung bist du nicht gewohnt, ne? Das ist gefühlt geknackt. Zusammengefühlt. Ja, so ein bisschen war es ja auch so, weil hier hast du schon ein leichtes Streckungsproblem. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen, als du reingekommen bist. Ich finde, dass du eigentlich eine relativ aufrechte Statur hast, ja. Aber im Sitzen fällt der Bereich hier doch schon ziemlich stark auf. Deswegen wollte ich gerade einfach nur mal gucken und ich habe das halt nicht in Bewegung gekriegt. Deswegen musste ich ein bisschen mehr Druck. Merkst du das immer noch, die Stelle links? Ja. Hier? Ja, irgendwie da. Oder noch ein bisschen weiter außen? Da? Ich glaube da, ja. Ah. Ey, ich wollte mir eigentlich den unteren Rücken angucken, ne? Junge, 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 was ist denn los hier? Nee. Du bringst mich jetzt nicht aus dem Kontext. Nein. Ich glaube, das merken wir uns. Ich gehe jetzt erstmal nochmal nach unten. Jetzt sind wir nochmal weiter, warte mal. Links unterer Rücken, ne? Ja. Seit wann hast du das? Dass das ab und zu mal meckert? Schon lange. Also, lange. Jetzt nicht Jahre, aber schon Monate. Aber das hören wir mal wieder, aber nicht. Hattest du das vor 3 Jahren schon mal? Nicht, dass ich wüsste. Dass ich mich daran erinnern könnte. Okay. Warum frage ich, ne? Rechtes Bein, rechter Fuß. Mhm. Könnte immer sein, ne? Linkes Becken mehr belastet. Einmal nach vorne beugen, bitte. Komm hoch. Nochmal. Oh, okay. Komm hoch. Nochmal nach vorne. Links bewegt sich anscheinend tatsächlich nicht so gut bei dir. Nochmal hoch. Hier, dein Darm rein. Nochmal nach vorne. Gut, komm hoch. Nochmal. Gut, aufrichten. Und nochmal. Okay, gut, komm hoch. Also, der Bereich hier, da, der öffnet sich nicht so gut wie auf der rechten Seite. Passt aber auch irgendwie zusammen. Hast du ja akut momentan keine Beschwerden. Nein. Aber war das bei dir, wenn du Schmerzen hattest, hier oder eher hier? Ich würde sagen, ja, da. Eher hier. Okay. Ich habe auch gemerkt, wenn ich in der Uni zum Beispiel sitze, auf unbequemen Stühlen, das ging gar nicht. Ja. Mhm. Meinst du Hörsaal oder so? Ja, also ohne Polster, nur Holz. Ja, halt diese dünnen Holzdinger, ne? Okay, gut. Das werde ich dir auf jeden Fall nochmal in Bewegung bringen. Tut das weh? Mhm. Das weh? Nein. So. Kopfschmerzen etc. sind dir unbekannt, ne? Ja. Gut. Wie alt bist du eigentlich nochmal? 20. Das geht ja. Guck mal nach rechts, bitte. Soweit wie es geht. Ich wollte gerade sagen, ich hätte fast ein bisschen hinterher gedrückt. Okay, guck mal nach links, bitte, soweit wie es geht. Na, Gott sei Dank. Okay, gut. Dann bin ich ja schon mal beruhigt. So, also, Halswirbelsäule ist, ja, ist Spannung drauf, aber was mir jetzt besonders noch aufgefallen ist, ist einfach, dieser Bereich, diesen Bereich, den merkst du dir demnächst mal. Oder jetzt, ja. Am besten jetzt auch schon. Weil das hier ist eine Stelle, da hast du akut Probleme, dich aufzurichten, das zu machen. Da. Das bist du nicht so richtig gewohnt. Warum auch immer. Warum mache ich so eine Bewegung? Naja, wenn du gehst, wenn du sitzt, wenn du stehst, sollte das eigentlich... Du hast hier so eine generell eine leicht... Und das ist ziemlich tief. Hier in der Brustwirbelsäule kommen die Knochen weiter nach hinten raus. Das heißt, die provozierst du ganz häufig ein bisschen weiter nach hinten. Ja.
Wir werden das gleich nochmal, ich werde dir da gleich nochmal einen kleinen Tipp geben. So, und ich habe vorhin nur einen leichten Druck auf den Wirbelkörper gegeben und sofort hat es in der Muskulatur auch in der umgebenden gezogen. Links hattest du ja gesagt, ne? Es kann egal in welche Richtung passieren, nur das zeigt halt dann einfach, okay, die Stelle ist das halt nicht gewohnt. Es wäre aber nicht so verkehrt, wenn wir diesem Segment, also dieser Stelle, mehr die Möglichkeit geben, sich da auch wieder ein bisschen mehr aufzurichten. Deswegen lockere ich jetzt einfach einmal die umgebende Muskulatur etwas. Mobilisieren muss ich gar nicht, weil ich habe ihn vorhin schon ein bisschen in Streckung gebracht und dann war schon, hat sich der Wirbel auch ein bisschen bewegt. Das soll auch erstmal reichen. Außerdem hat Reto keine Beschwerden angegeben, auch in dem Bereich. Tut mir gefallen, einfach so auf die Seite legen. Einfach so, so, genau. Gut. So, vorhin beim Vorbeugen habe ich bei dir gesehen, dass hier die Muskulatur, dass du so eine leichte Biegung nach links gemacht hast, wenn du dich nach vorne gebeugt hast. Ja. Das hat was damit zu tun, dass das Gelenk sich nicht ganz öffnet, aber natürlich auch, dass hier unten in der Lendenwirbelsäule hier auf der Seite generell einfach ein bisschen mehr Spannung ist. Und da gehe ich jetzt einmal durch. Wann ist denn dein Rücken das letzte Mal behandelt worden? Ah, schon ein bisschen her. Ja, sehe ich. Ist aber nicht so. Ja, gerade angefangen, ne? Wie das war an? Was ist denn los hier? Fast so anstrengend wie ein Training, oder? Ja. Alles dran ist oder? Ja. Keine Sorge. Jetzt hier nochmal einen Gelenkspalt. So, durchatmen. Durchatmen. Fast geschafft. Kannst du erstmal so entspannt liegen bleiben. Das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist das Becken noch ein ganz klein bisschen in Bewegung zu bringen. Ja. So, dafür bräuchte ich ein bisschen niedriger. Du kannst so bleiben. Noch ein Stück zu mir rüber. Alles gut. Alles gut.
Jo, ist alles gut. Da. Einfach da mal anfassen. Da. Da anfassen. Gut. Oben beugen, unten strecken. Jetzt kommt gleich der mit Abstand das Schwierigste für einen Fußballer. Ja. Locker lassen. Hier unten müssen wir strecken. Achso, das rechte Bein strecken. Das untere strecken. Das hier ja. Gebeugt. Ja. So, und jetzt musst du mich gleich hier einfach ein bisschen drauf. Einatmen. Ausatmen. Okay? Ja. Gut. Dann machen wir wieder lang das Bein, jetzt kannst du dich auf den Rücken legen, Arme kannst du locker lassen. Cool. So. Warum mache ich das? Weil es cool aussieht. Nein, Quatsch. Dann noch mal ein bisschen Entspannung in deinen unteren Rücken reinbringen. Gut. Okay. Super. Hey, ich würde sagen, fertig, war interessant, fertig. Jetzt haben wir auch noch ein bisschen was zu besprechen. Ja. Okay? Gut. Fertig. Gut. So, Behandlung fertig. Aber wir wollen ja, dass das Ganze auch nachwirkt. Und jetzt machen wir Übung. Einmal für die Brustwirbelsäule, die dir überhaupt nicht aufgefallen ist, die jetzt auch nicht das Riesenproblem ist. Ja. Guck mal, wie der steht, der junge Mann. Der steht gerade als ich. Aber du hast in der Wirbelsäule halt einen Beugungsfaktor. Da. Ja. Spürst du das? Ja. Der könnte später ja nochmal ein Problem werden. Deswegen wäre es gut, wenn du dich zwischendurch immer mal wieder ein bisschen auf diesen Bereich fokussierst, ja, dass der ein bisschen noch in Streckung kommt. Okay? Dafür. Entweder du nimmst einen normalen Ball oder diesen doppelten Ball. Die sind eigentlich ganz cool dafür. Geh mal einmal an die Tür, weil ich muss dich ja auch noch ein bisschen sensibilisiert kriegen für den Bereich. Der interessiert dich ja eigentlich bisher auch gar nicht. Das ist ungefähr die Höhe. So, da einmal mal dran. Genau, und jetzt ein bisschen nach hinten drücken. Und jetzt gehst du so ein bisschen in die Knie, ein bisschen runter und ein bisschen hoch. Genau, spürst du den Bereich hinten? Ja, aber ich kriege ja nicht so viel Druck drauf. Nein, sollst du auch gar nicht. Was du jetzt machst, ist durch den Druck nach hinten, ist automatisch, dass du in dem Bereich etwas mehr streckst als sonst. Ja. Ne? Also da kannst du sagen, ist es eine Kleinigkeit, das musst du jetzt nicht immer regelmäßig, du solltest es aber zwischenzeitlich immer mal wieder einfließen lassen. Ja. Weil das nämlich für deine Wirbelsäule, der Bereich, keine Ahnung, was da mal passiert ist, vielleicht hattest du auch mal beim Fußball einen kleinen Unfall, die Wirbelsäule wirkte einfach nicht homogen in dem Bereich. Ja. Und später kann das halt ein Problem werden. Jetzt ist das noch relativ flexibel, aber deine Wahrnehmung ist schon komplett weg. Als ich dich vorhin, das sieht man auch auf dem Film ganz gut, versucht habe, deine Streckung, da hat sich erstmal gar nichts getan. Ja. Und dann irgendwann hast du gesagt, wieso, was ist denn? Bewegt sich ja. Ja, bewegt sich dann. Ja. Und deswegen halt schön zur Wahrnehmung, ne, da hinten drauf. Und du kannst das an der Tür machen und wenn du an der Tür gar nichts mehr merkst, dann kannst du das natürlich auch in Rückenlage machen. Aber in Rückenlage hast du dann voll Power drauf. Ne? Volle Kanne. Okay? Ja. Gut, das lässt du immer mal mit einfließen. Was wird dann viel wichtiger, gib mal den einmal noch her, oder was heißt noch wichtiger, aber dein Sprunggelenk. Ne? Dein Sprunggelenk, was jetzt seit 3 Jahren schon dicht ist, das haben wir heute geöffnet. Juhu. Okay. Haben wir heute geöffnet, aber es soll ja geöffnet bleiben. Ja. Das heißt, du wirst ja wieder mehr Belastung durchs Training, durch die Spiele etc. draufbringen. Jetzt muss man gucken, wie können wir das Gelenk offen halten. Entweder im Verein oder zu Hause, du hast vorhin gesagt, ihr seid eine recht sportliche Familie. Aha. Richtig, ja. Ja. Was ich anbieten würde, sind Gewichtsmanschetten für die Füße. Die macht man hier unten drunter, ja, da drum. Relativ schwer, sodass die auf den Fuß einwirken. Du stellst dich auf eine Treppe oder auf einen Stepper, hältst dich irgendwo fest, diese Bindung, und dann fängst du an zu schwingen. Einfach nur. Weil dann dieses Gewicht deinen Fuß nach unten zieht und damit dein Sprunggelenk öffnet. Also mit dem kaputten Fuß schwingen? Oder mit dem? Ja, mit dem kaputten Fuß schwingen. Warte, ich zeig's dir nochmal.
Ich habe hier noch meinen kleinen dünnen Knüppel. Da wird man sich das Ganze vielleicht einfach auch wirklich noch mal ein bisschen besser vorstellen können. Schau mal her, komm, wir machen mal eben hier einen kurzen anatomischen Diskurs. Hier, diesen Bereich hier, ne, den habe ich dir ja jetzt sehr stark bearbeitet. Ja. Das war auch, ne, da, wo es sehr unangenehm ist. Und dieser Spalt hier, der war viel enger als hier auf der Seite. Hier konnte ich diesen Knochen einfach nach unten wegziehen. Hier nicht. Bei Richtungswechseln passiert das. Kommt hier stark Druck drauf oder Schussbewegung, ja, auf viel Kompression. Ja. Ließ sich nicht öffnen, wir haben es jetzt geöffnet. Es muss aber geöffnet bleiben. Wenn du jetzt so eine Gewichtsmanschette nimmst, dann kommt die ja quasi hier drum und gibt hier auf diesen Fußwurzelknochen, nicht Fußwurzelknochen, auf diesen Fußknochen von oben Druck. Dann lässt die Schwerkraft wirken. Und dann wird dieses Gelenk auseinandergezogen. Ja. Weil wenn du jetzt wieder normal Training, Spiele und wir machen nichts daran, dann wird wieder die Spannung der umgebenden Muskulatur immer wieder fester, fester, fester. Und das Gelenk kriegt dann einfach auch wieder mehr Druck, wenn du nicht zusätzlich was tust. Ja. Okay? Deswegen, das ist eine relativ simple Übung, die dir überhaupt nicht schwer fallen wird, die aber wichtig ist, um das Gelenk weiterhin zu mobilisieren. Das würde ich dir definitiv 2-3 Mal die Woche empfehlen. Du stellst dich hin, Manschette, und dann machst du einfach eine Minute wirklich pendeln und versuchst dann auch Spannung ein bisschen aus dem Bein rauszunehmen. Das heißt, du konzentrierst dich auf den Bereich unten, dass der auch ein bisschen auseinandergezogen, also dass du es merkst, ja, ja, dass der sich ein bisschen was öffnet. So, weiterhin, Dehnübungen für die Wade muss ich dir nicht zeigen. Da kennst du genügend von. Ja. Es ist für dich aber unerlässlich, dass du es regelmäßig machst. Ja. Ja, weil die Spannung der umgebenden Muskulatur einfach halt da auch nochmal in dem Bereich ein bisschen weniger werden sollte. Okay? Gut, dann setze ich mal. So, das wären eigentlich so die Dinge, die du jetzt beachten solltest. Wir haben vorhin in der Pause schon kurz gesagt, natürlich jetzt 2 Tage erstmal gar nichts. Diese Woche, wir haben jetzt heute Mittwoch, diese Woche sowieso ganz ruhig angehen. Ja. Nächste Woche langsam wieder steigern. Ne, dass er nicht sofort wieder voll Power rein und nicht auf dem Kunstrasenplatz anfangen, bitte. Versuch's, ja. Mit dem Laufen etc. Okay. Lieber erst ein bisschen joggen, ja, aber am besten wäre es noch, wenn du das Laufen auf weichem Untergrund, also auf Rasen, auf Tatan oder etc. ja, anfangen könntest. Ja. Ja, dass das Gelenk sich wieder langsam an die Belastung gewöhnen kann. Okay, so, ja, wie war's für dich? Sehr schmerzhaft, aber ich habe ja gesehen, dass du Fortschritte gemacht hast von deinem Fuß. Das hat mich gefreut, dass das auch funktioniert hat. Hätte auch sagen können, dass sich das nicht lockern lässt oder so. Ja, aber das absolut war möglich. Natürlich gewesen, ja. Schön zu sehen, dass es das auch funktioniert hat und ich hoffe, dass das in Zukunft mich weitergebracht hat und dass ich da irgendwann mal von loskomme, von meinem Sprunggelenk. Da bleiben wir natürlich in Kontakt, ne? Ja. Also du sagst mir natürlich Bescheid, wie es mit deinem Sprunggelenk aussieht. Ja. Wieder, ne? Langsame Belastungssteigerung bis zur vollen Belastungsgrenze dann auch wieder. Und da wirst du mir dann nochmal berichten. Heute haben wir auf jeden Fall einen großen Schritt nach vorne erstmal gemacht. Auf jeden Fall, ja. Ja. Danke, dass du da warst. Ich habe zu danken. War mal wieder cool. Irgendwie Sprunggelenk, kurz nochmal Muskelfaserriss überprüft. Dann Beckenmobilisation und dann kam die Brustwirbelsäule noch reingesprungen. Und dann dachte ich erst noch, deine Halswirbelsäule wird sich überhaupt nicht bewegen lassen. Aber da warst du Gott sei Dank nur ein bisschen faul, was die Muskelspannung angeht. Gott sei Dank. Ja, also insofern heute erste Folge 2022. War wieder ein bisschen was zu tun. Und wir hoffen einfach, dass euch die Folge gefallen hat. Gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert gerne unseren Kanal. Gebt uns auch gerne einen Kommentar zu der Folge ab und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Reto, mach's gut und dir macht's auch gut. Tschüss. Ciao. Das ist jetzt 2 Tage nach der Behandlung. Ich spüre eigentlich gar nichts mehr von der Behandlung im Moment. Ich habe direkt nach der Behandlung meinen Fuß sehr stark gemerkt, dass der Schmerz unter meinen Fuß zieht. Sonst aber auch nichts Auffälliges und am Tag nach der Behandlung habe ich auch, als ich saß, gemerkt, dass ich Schmerzen im Rücken habe, beziehungsweise dass da was gemacht wurde, dass ich da behandelt wurde. Aber auch jetzt nichts Dramatisches, das ist auch wieder weggegangen. Und jetzt gerade spüre ich aktuell nichts, was die Stellen angeht, die behandelt wurden.